Seid gegrüßt und willkommen zur 21. Episode meiner Temtem Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay, wieder neue Ziele, die ich fangen wollen würde. Mal gucken, ob ich es auch hinbekomme. Ich muss erstmal anfangen mit Picken und so. Flugdinger, macht das viel Schaden? Ich muss es ausprobieren. Oh Gott. Oh, Windklinge ist schon ein bisschen. Autsch. Hallo, nicht alle aufs Tuwei. Kann ich hier wieder nichts machen? Moment mal. Temkarte auf dieses Ding da. Und schaffen wir es? Das sieht doch gut aus. Mithridatismus. Verhindert Statuseffekt vergiftet. Ja, cool. Kalasu. Level 13 nur. Mal gucken, ob wir das Pyuki fangen können. Wieder voll Erfahrung gekriegt. Okay. Ja, hau mal die Windklinge, aber nicht zu fest. Diesen Mini-Heim würde ich schon gerne haben wollen. Ach, cool. Pyuki gefangen. Hydrologe. Mit Wassertechniken verursachter Schaden. Hallo? Wassertechnik verursachter Schaden ist um 15% erhöht. Auf ins Temdeck. Oh, Tuwei leider kein Level abbekommen. Schade. Kriegen wir noch hin. Muss ich euch heilen? Moment mal. Ich glaube nicht, oder? Oh, doch, Tuwei. Ich weiß, es war ein Fehler. Oh, doch nicht. Ich will ja nichts verschwenden. Oh, es dauert schon ein bisschen lang mit dem Heilen hier. Surfbrett, Surfbrett. Habe ich schon. Wird direkt umgehauen. Windstoß, Federgatling. Gleichstromstrahl. Oh, das wird super stark sein und auch ausreichen. Ah, oh, doch nicht. Tock. Federgatling mit dem Schnabel. Und weiter, Leute. Da 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 da. Windstoß. Gleichstromstrahl. Tschö. Ja, sage ich doch. Jetzt ist die Frage, wie weit sind wir jetzt hier schon vorangeschritten? Also im Fluss. Direkt mal schauen. Ah, okay, da komme ich auf jeden Fall noch hin. Ach so, wieder ein Quest. Komm her. Lorenzo. Hallo Reisender, ich bin Lorenzo oder der salzige Renzo, wie man mich hier nennt. Okay. Erfreut, dich kennenzulernen. Julia schickte mich, um Salz zu holen. Ah, braucht sie welches für ihre Kosmetika? Kein Problem, warte kurz. Bitte sehr, ein Sack meines besten Fleur de Sel. Das ist für sie und diese kleine Kostprobe ist für dich, für deine Bemühungen. Du hast dreimal Seesalz bekommen. Seesalz, eine Handvoll Fleur de Sel aus den Turkeser Salzwerken. Diese delikaten, brüchigen Flocken sind ein vielseitiges Gewürz, können zu einem guten Preis verkauft werden. Du hast einmal Sack mit Fleur de Sel bekommen, also das für wen auch immer. Lieferung Seesalz, Turkeser, Julia, genau. Die Parfümeurin bestimmt. Aber sag mir jetzt, wie ich da hochkomme, Typ. Wie komme ich dort hoch? Dort auf die Mauer meinst du? Gar nicht, außer du hast Kletterausrüstung. Aber meine Salzarbeiter sind dort und mir wäre es recht, wenn du ihnen nicht im Weg herumtrampeln würdest. Salzig? Es ist nur ein Witz, ich bin nicht wirklich salzig, aber mir gehören die Salzwerke dort drüben. Wir sammeln Meerwasser in den Verdunstungskammern, bis das Wasser vollständig evaporiert ist. Und dann ernten wir das Salz. Es besteht aus feinen, geschmackvollen Flocken. Das ganze Archipel würzt dein Essen mit meinem Seesalz. Ich muss gehen. Gib deinem Leben etwas Würze. Nein. Schade, ich dachte ja, da finde ich jetzt diese Halskette. Vielleicht finde ich sie ja hier.
Tschö, tschö. Ich brauche Kletterausrüstung. Och nö. Schwimmender Bändiger. Hey du, Surfer, weißt du nicht, dass diese Riffe gefährlich sein können? Wie gefährlich? Nee, wie gefährlich? Nee, wie gefährlich? So gefährlich, dass du manchmal einen Schwarm wilder Kalatsu in den Korallen findest. Oder einen ungezähmten Bändiger. Das hätte ich kommen sehen sollen. Sag doch einfach, wenn du kämpfen willst. Und dann nur ein Kalatsu. Ha. Huh. Oh, aber Level 25. Leuchtstromstrahl. Ja. Oh oh. Okay, das hat geholfen. Federgatling? Nee. Schluss kreischen. Leuchtstromstrahl. Du hast mich dieses Mal erwischt, aber ich werde mich bessern. 72 Geld gewonnen. Wo muss ich hin? Oh, einfach weiter hier lang. Hi. Guten Tag. Bist du auf dem Weg nach Turquesa? Ja. Na, dann genieße unser kleines Städtchen. Was tust du hier? Ich bin Angler, also angle ich. Ich passe auf meine Kinder auf und versuche ihnen mehr zu bieten, als ich hatte. Nee, als ich hatte. Eines Tages sind sie Temtem-Veteranen oder Temporiumleiter oder Dojo-Meister. Irgendetwas Gutes, das nichts mit der See zu tun hat, aber... Nee, alles, aber nicht die See. Kein Angler wie du? Die Silaro ist eine strenge Gebieterin, mein Freund. Sie mag hübsch auf dich wirken, aber du solltest sie einmal in einer stürmischen Nacht sehen, wenn die Mistrale deine Segel zerreißen wollen. Nein, mein Freund, wenn ich irgendetwas daran ändern kann, sollen meine Kinder ein besseres Leben haben. Das ist nobel, kann ich dir dabei helfen? Helfen? Der Wille zählt, mein Freund, aber falls du meinen Kindern nicht gerade einen Platz an der Universität in Arbury sichern kannst... Es muss doch etwas geben, was ich tun kann, das ich tun kann. Hm, ich weiß nicht, ich schätze... Sprich am besten mit meiner Frau. Hm. Du kennst deine eigenen Kinder nicht so gut? Ich habe zu viel Zeit davor See verbracht. Ich habe so viel ihrer Kindheit verpasst. Ich bereue viel, mein Freund. Dann frage ich ihre Mutter. Danke, mein Freund. Sie ist Pasifae. Sie müsste zu Hause sein, gleich dort drüben. Okay, da gehe ich zu Pasifae. Oder möchte ich erstmal hier rein? Nee, ich gehe hier rein. Oh, Cypad. Das kommt mir schon ein bisschen doof vor, dieses Cypad. Ich hätte was Stärkeres nehmen sollen. Wird das jetzt reichen? Ich nehme jetzt das hier. Aber das geht eh vor. Viel zu stark gegen diese Wasser-Temtem. Und hoch. Das sind Kinder. Bist du Pasifae? Das ist auch ein Kind. Moment, du bist Pasifae. Nochmal hallo? Wie nochmal? Was? Wegen Asterion. Mein Junge, ja? Also. Ich muss noch mit ihm sprechen. Ich weiß nicht, was er möchte. Hä? Ariadne, hallo. Schicke Zeichnung. Oh, danke. Ich weiß, die Hände sind ganz falsch. Hände zu zeichnen ist schwierig. Manchmal zeichne ich nur Temtem, weil es einfacher ist. Manchmal. Also willst du eine Künstlerin werden? Ja, aber ich weiß, dass es fast unmöglich ist. Meine Familie hat nicht so viel Geld und als Künstlerin verdient man nicht so viel. Also vielleicht werde ich fischen wie Papa. Ich werde einen Künstler finden, um dir zu helfen. Wow, das wäre großartig. Es gibt diese Künstlerin, Ara. Ich liebe ihre Zeichnungen von Naturtemtem und omnisischen Luftbildern. Denkst du, du könntest die fragen? Ich werde es versuchen. Vielen Dank. Vielleicht kann ich es dir zurückzahlen, indem ich dein Porträt male, Grimbop Temtem Bändiger.
So richtig in heroischer Pose. Ich werde Ara für dich finden. Großartig, danke. Ich mache das hier fertig und starte dann eine neue Reihe. Ich hoffe, wenn du wiederkommst, kann ich sie Ara zeigen. Okay. Ariadne. Was? Verdammt, was habe ich gedrückt? Nein! Oh Mann! Genau, sie will Künstlerin werden. Ich bin sicher, dass sie genug Talent dazu hat, aber ist das eine kluge Wahl? Sie wird nicht viel Geld als Künstlerin verdienen und wir können sie nicht mit viel unterstützen. Hast du eine Idee, wie du ihr helfen kannst? Ich werde einen Künstler finden und nachfragen. Das klingt wie der logische erste Schritt. Ja, danke, dass du dir so viel Zeit nimmst und Mühe machst. Gut. So, wer bist du? Hallo. Phaedra, ich mache eine Pause. Okay, wer bist du? Ich helfe deinen Eltern. Wie? Was willst du tun, wenn du erwachsen bist? Ich werde eine Temtemologin. Ich interessiere mich für alle wissenschaftlichen Aspekte der Temtem. Kannst du mir damit helfen? Ich könnte Professor Konstantinos fragen. Was? Du kennst ja den berühmten Professor Konstantinos? Er ist eine Koryphäe, ein strahlendes Licht der Temtemologie. Er ist mein Mentor. Wow, kannst du mit ihm sprechen und ein gutes Wort für mich einlegen? Vielleicht braucht er einen wissenschaftlichen Assistenten oder sowas. Du bist jung, aber du siehst bereit aus. Danke dir vielmals. Jetzt habe ich erst recht einen Grund, dieses Kapitel heute zu beenden. Als ob so ein kleines Kind das Wort Koryphäe nennt. Kennt. Phaedra. Sag mir, ja, ich habe mit ihr gesprochen, sie will eine Temtemologin werden. Glaubst du, du kannst damit helfen? Ich habe gehört, die Universität bleibt gerne unter sich. Also, was ist dein Plan? Ich frage Professor Konstantinos. Das ist sehr freundlich von dir. Wir wissen es sehr zu schätzen, wenn du ein gutes Wort bei jemandem wie dem Professor einlegst. Und wer bist du? Asterion. Wusch, Sam. Oh, hallo. Willst du mit mir spielen? Luftpiraten gegen Luftschiffkapitäne? Willst du später mal Captain werden? Eines Tages, ja, aber ich bin zu jung, sagt mein Papa. Dabei habe ich einige Jungen in meinem Alter am Terminal gesehen. Sie sind schiffsjung oder so etwas. Ich will auch fliegen. Vielleicht kann ich dir helfen. Wirklich? Vielleicht kannst du einen Kapitän überzeugen, mich aufzunehmen. Ich werde mich benehmen und alle Befehle befolgen. Versprochen. Ich rede mit deiner Mutter. Ich hoffe, sie sagt ja. Ich packe meine Sachen. What? So schnell? Hallo. Oh, hi. Hallo. Hallo. Hier bin ich. Hier. Hallo. Genau, wegen Ariadne. Meine Älteste. Hast du schon einen Künstler gefunden? Vielleicht jemand? Was? Nein. Na, oh Mann. Ich drücke immer zu schnell. Wegen Asterion. Mein Junge, ja? Ich habe mit ihm gesprochen. Er möchte auf einem Luftschiff arbeiten. Aber meint er das ernst? Luftschiffe können gefährlich sein und es ist ein einsames Leben. Also, was wirst du tun? Ich werde mit einem Luftschiffkapitän sprechen. Gute Idee. Ich bin sicher, du wirst jemanden am Schalter in Arisola finden. Ja, danke für den Tipp. Was haben wir denn hier? Oh, direkt Wasser. Zweimal Seesalz. Super. Ja, wir gucken mal, was der hier ist. Glaukus. Hallo, das ist mein Lieblingsort zum Schwimmen. Schwimmen? Das ist doch nicht mehr als eine Badewanne. Naja, Papa sagt, ich darf erst in der Selaro schwimmen, wenn ich 7 bin, aber das dauert noch so lange, fast ein Jahr. Aber es ist schön hier, ich kann so viel planschen, wie ich will und kein Erwachsener scheltet mich dafür. Manchmal darf ich auch mit Papas Umishi spielen, es ist so cool. Was willst du tun, wenn du groß bist? Oh, ich weiß nicht, gerade habe ich sehr viel Spaß, damit ein Wassertemtem zu sein. Yay! Okay, tschüss. Was haben wir denn hier noch? Turquesa. Ich bin schon in Turquesa. Okay. Wow, das ging jetzt aber schnell. Ich sehe ja nichts. Aha, geht doch. Ach, das ist auch noch alles aufgeteilt hier. Wer seid denn ihr? Alter Mann. Hey, ich versuche das zu sehen. Sorry. Oh, wieder nur Dekohaus. Aber vielleicht in Zukunft nicht mehr. Oh, hier geht's aber tief runter. Lass mich ins Wasser, ich will dahin. Ich will eigentlich nur heilen gehen.
Dam, die dumm. Blub, blub, blub. Was? Oh, ein Fremdling. Willkommen in meinem kleinen Laden. Wir nehmen hier keine Reisechecks an. Tut mir leid. Nur Pansuns. So heißt das Geld. Pansuns. Oh, wie viele Karten habe ich überhaupt noch? Irgendwie 7 noch, ne? Dann mache ich mal wieder hoch auf 10. So. Beleber. Habe ich 4. Ich suche Salbe. Habe ich 14. Das passt ja. Gut, tschö. Ja. Moment, ich kann das Seesalz verkaufen. Oha. 300, aber für alle, oder? Oha. Ich behalte mal ein paar davon. Ja, tschö. Ja, lass mich gehen. Dup, 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 dup. Dann nehme ich hier noch ein Quest an. Bei dir? Hi. Giada, willkommen in Turquesa. Ich bin Giada, Leiterin der Reverien-Gefolgschaft. Und wer bist du? Grimbob, Temtem-Bändiger. Willkommen bei der Reverien-Gefolgschaft, Grimbob. Was ist die Reverien-Gefolgschaft? Wir kümmern uns um alles, was mit der Schifffahrt zu tun hat. Wir sind die Hafenverwaltung, stellen sicher, dass Seeleute ausgebildet und zertifiziert sind, inspizieren Schiffe auf Seetüchtigkeit und kümmern uns um unsere Mitglieder. Alles, das den Sitlaro überquert und kein Temtem ist, fällt in unser Zuständigkeitsgebiet. Also auch Surfbretts, okay. Die Reveriengefolgschaft ist die älteste der verschiedenen Seemannsbruderschaften in Deniz. Früher gab es mehr davon, auch in Brikal de Mar und Sadar, aber jetzt sind wir die Letzten. Was ist deine Rolle hier? Ich versuche hauptsächlich, alle Dinge, die getan werden müssen, im Auge zu behalten. Manchmal geht es hier drunter und drüber, wenn ein Sturm kommt oder ein Tourist eine Yacht demoliert. Ich bin so müde. Ich bin wegen der Fähre von Turquesa hier. Die Fähre von Turquesa? Das hier ist Turquesa, Grimbob. Du meinst bestimmt die Fähre von Brikal de Mar. Die ist vor ein paar Stunden abgefahren. Ist sie noch nicht angekommen? Nein, ich komme von dort. Das ist verdächtig. Und was noch schlimmer ist, ich wusste noch nicht davon. Die Gefolgschaft sollte über solche Sachen unterrichtet werden. Kannst du mir einen Gefallen tun, Grimbob? Da du dich sowieso schon darum kümmerst, kannst du Idris, den Eigentümer der Fähre, aufsuchen und ihn fragen? Du wirst ihn in der Taverne Sirocus finden. Finde den Eigentümer, Jana, und du wirst deine Antworten bekommen. Ich würde ja selbst gehen, aber jedes Mal, wenn ich auch nur wegschaue, versaut mir irgendeine Landratte das Schiffsregister. Ich werde das für die Gefolgschaft erledigen. Das ist sehr großzügig, vielen Dank. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest. Sehr nett, nicht? Oh, ist auch noch zu. Ja, da haben wir noch ein Quest, wie es aussieht. Wie komme ich denn da hoch? Och, kommt schon. Ach, da hinten. Ach, da geht's auch noch weiter. Gut. Ich will nicht sitzen, hallo? Wo ist denn hier? Hier war doch gerade ein Fragezeichen. Moment, du bist das Fragezeichen. Hi. Neue Gesichter? Finde ich gut. Grimbob, es freut mich sehr, dich zu treffen. Ich bin Grimbob, wie heißt du? Ich bin Jana, ich würde dich ja in meiner bescheidenen Kneipe Sirocos willkommen heißen, aber wir haben vor 10 Minuten zugemacht. Genau. Aber komm noch morgen für ein Glas kaltes Bier, eine Schüssel Seetang-Eintopf und eine gute Unterhaltung wieder. Echt jetzt? Wer bist du? Nikos. Oh, hallo Bändiger, du bist Grimbob, nicht wahr? Woher kennst du meinen Namen? Oh, mein Neffe ist der Zeremonien... Nee, was? Oh, mein Neffe ist der Zeremonienmeister im Dojo. Du hast also Dojo-Meisterin Sophia gerettet. Beeindruckend. Du stellst Surfbretter her? Surfbretter und andere Holzarbeiten. Ich bin aber kein Schiffsbauer. Dafür gibt es bessere Leute in Brikal de Mar. Ich liebe es, Surfbretter herzustellen, aber ich habe kein Interesse daran, damit viel Geld zu verdienen. Deswegen kommt mein Schwiegersohn Louis manchmal und nimmt ein paar davon mit. Er ist in dieser Familie der Geschäftsmann. Hast du gerade meinen Namen erraten? Oh, mein Neffe ist der... Wow. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso viel Spaß mit dem Surfbrett. Wer bist du? Fischer im Ruhestand. Ah, ein Fremdling. Wir bekommen hier nicht oft Besuch. Woher kommst du? Sadar. Ah, ich wusste doch, dass dein Akzent mir bekannt vorkommt. Nett von dir, den großen Teich zu überqueren, um unsere kleine Stadt zu besuchen. Genieße deinen Aufenthalt. Großer Teich.
Das ist voll kein großer Teich. Na, ich gehe nochmal da oben hin. Aber da wird eh nichts sein, was ich machen kann. Und deswegen beende ich die Episode auch langsam für heute. Wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um zu sehen, wie ich die Welt hier noch weiter erkunden werde, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.